Bezug auf den Ausgang der Meisterschaft, also was den meisten Titel angeht, ist ja alles klar. Basel wird das Ding schaukeln. Aber in Bezug auf den Abstieg, da kommt noch die halbe Liga als Kandidat in Frage. Auch der FC Thun befindet sich unter den Mannschaften, die doch eher gefährdet sind. Warum? Weil Thuner einfach keine Spiel gewinnen. Nur gerade zwei Siege stehen der Thuner auf dem eigenen Platz im Büchli. Und dass die Statistik heute ein bisschen aufbessert werden könnte, darüber macht sich doch der ein oder andere schwerwiegende Gedanken. Basel kommt der designierte Meister und gegen die Basler hat der FC Thun seit 16 Spielen noch gewonnen. Das Berner Oberland hat sich herausgeputzt für den Besuch des Tabellenführers. Die Thuner feiern das 99. Heimspiel im neuen Stadion. Dementsprechend freundlich der Empfang für den FCB und für Manuel Akanji. Der kommt heute nach knapp einem Jahr und überstandenem Kreuzbandriss zu seinem Comeback und hat in der Anfangsphase gleich mehr zu tun, als ihm lieb sein kann. Der FC Thun aufsässig und giftig. Xhaka verliert den Ball an Denis Hediger und der fackelt nicht lange. Watzlik rettet. Gespielt schon 22 Minuten. Der darauf folgende Eckball. Christian Fasnacht zieht seinen Kopfball an die Oberkante des Gebälks prallen. Noch läuft nicht viel zusammen beim souveränen Tabellenführer. Diskussionsbedarf deshalb zur Pause 0:0. Basel damit gut bedient. Das Heimteam hat sich für einen hohen Aufwand bislang nicht belohnt. Die Gäste aus Basel zu Beginn der zweiten Halbzeit tatsächlich aktiver und der Leader braucht ja auch nicht allzu viele Chancen. Zuffi sieht Delgado und der hat dann auch die erste valable Basler Chance in diesem Spiel. Delgado prüft Guillaume Fell. Die Partie nun ausgeglichen. Nach 56 Minuten wieder die Thuner mit dem omnipräsenten Hediger. Rapp im Luftkampf. Sorgic bleibt hängen. Die perfekte Vorlage für Fasnacht. Doch der kommt gar nicht erst zum Jubeln. Schiedsrichter Lukas Fähndrich hat zuvor schon ein Stürmerfoul abgepfiffen. Und das ist vertretbar. Rapps Ellbogen im Gesicht von Manuel Akanji. Das wird zudem noch mit einer gelben Karte sanktioniert. Derweil wird der blasse Sporau auf Basler Seite ausgewechselt. Sedu Dumbia neu im Spiel und auch gleich in Aktion. Sein Kopfball nach 72 Minuten zischt nur ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Wir sind schon in der Schlussviertelstunde. Beide Teams spielen unterdessen voll auf Sieg. Und Thuns Simone Rapp läuft los. An allen vorbei. Und tatsächlich steht er plötzlich Mutterseelen alleine vor Watzlik, bringt den Ball aber nicht ins Tor. Die kapitale Chance aufs 1:0, gespielt 77 Minuten. Zwei Minuten später wieder die Basler. Zuffi verlagert das Spiel auf rechts. Lang mit der Hereingabe, plötzlich ist da hinten El-Younoussi frei und dann steht's 0:1. Ein Eigentor ist's von Nicolas Schindelholz. Der Baselbieter in Thuner Diensten lenkt den Abschluss von El-Younoussi höchst unglücklich ins eigene Netz. Bitter für die Thuner, die vor 5700 Zuschauer weiter nach vorne spielen. 83. Minute, Lauper und Fasnacht mit seiner nächsten Großchance. Der sollte dann aber wirklich rein, stattdessen steht es weiter 0:1. Die Thuner werfen am Ende alles nach vorne. In der Nachspielzeit werden sie aber ausgekontert. Steffen hat den Blick für Sedu Dumbia und der macht alles klar. 0:2. 92. Minute. Basel erteilt den Thunern eine Lektion in Sachen Effizienz. Der FCB braucht in Thun eine Halbzeit, um auf Touren zu kommen. Siegt am Ende aber im Stile eines Spitzenteams.